Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Space Engineers. Mein Name ist One Element und ich bin heute zu Gast bei Julie von Damasus. Wenn ich mich jetzt nicht irre, der Name ist echt nicht einfach. Nee, der Name ist nicht einfach. Das schön, dass ich hier sein darf. Ja, willkommen. Also, ich konnte mir ja gerade schon den ersten Eindruck hier gönnen. Und zwar ist das eine ziemlich große Basis. Hast du die alleine gebaut oder ist die per kreativ? Die Plattform ist kreativ, der Rest ist alleine gebaut. Okay, ist aber trotzdem schon eine ganze Menge. Ja, stimmt. Ich glaube, wir fangen einfach mal direkt von außen an. Jo. Und was direkt ins Auge sticht, ist dieses riesige Sonnensegel. So wie es ausgerichtet ist, scheint es sich nach der Sonne auszurichten. Oder zu richten, besser gesagt. Es läuft per Script. Ganz genau, es läuft mit Easy's Solar Alignment Script. Ein sehr kompliziertes Ding und sehr empfindlich. Ja, also besser keine Spielereien am Server, während es läuft. Nee, auf gar keinen Fall. Das wäre sehr schlecht. Okay, sieht man es bewegen? Schauen wir mal kurz. Nein, zurzeit nicht. Aber wir können ja mal gucken, wie weit es sich gedreht hat, bis wir mit der Aufnahme hier fertig sind. Genau. So, von außen betrachtet hast du direkt schon mal einen Hangar zu sehen. Da sitzt auch ein, ich würde mal sagen, sieht aus wie ein Transporter. Oder vielleicht ein Scout. Was ist es genau? Beides. Also es ist ein Scout, da es einen Erdsensor besitzt. Des Weiteren hat es zwei mittlere Frachtcontainer, um eventuelle Schätze einzusammeln und nach Hause zu transportieren. Ja. Kannst du mal eine Runde damit fahren? Einmal um die Basis rum und mal gucken, wie es sich fährt. Ja, da sage ich doch nicht nein zu. So, müssen wir mal erstmal. Erstmal anmachen. Handbremse raus. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ups. Jawohl, ich sehe es. Voll im Arsch. Guck mal, was jetzt kaputt gegangen ist. Dann. Vorsicht. Leckt sich hier auch ein, völlig zurecht gerade. Oh. Fährt auch nicht wirklich. Guck mal, jetzt hat das. Jetzt könnte ich fahren. 10 Meter gefahren. Nicht mal. Und schon erstmal die Beulen reingehauen. Na, macht nichts, dann werde ich es bei der Gelegenheit mal reparieren. Kannst du eigentlich dann, solange es fährt. Es hat einen echt irgendwie einen total nicen Style, muss ich sagen. Ja, stimmt. Ein bisschen klobig aus, aber trotzdem diese Ecken und Kanten da drin, also. Na gut, ich will jetzt nicht noch mehr kaputt fahren. Ja, das können die Techniker gleich machen. So, von außen betrachtet sieht die Basis eigentlich schon mal sehr geschützt aus. Man sieht direkt auf dem ersten Blick 6 Gatling-Kanonen. Scheinen eigentlich so in jede Richtung gut gedeckt zu sein. Ja. Man tut, was man kann. Ja, man weiß ja nie, was einen so erwartet. Vielleicht kommt mal so ein Typ wie ich vorbei, schrottet deine Sachen und naja. Nein, aber sieht echt schick aus. So, ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit dem Innenleben deiner Basis. Jo. Husch mal rein. Oh, per Sensor die Türen geöffnet. Herrlich, wunderbar. Schöner, großer Willkommensraum. Jetzt fehlt noch hier so ein Brunnen, das wäre ja auch mal geil. Den gibt's leider nicht. Ja, war das Geld knapp, ne? Ja, wir beginnen einfach mit dem Storage-Raum. Direkt
Auch wieder gescriptet, Anzeigen an Rohstoffe. Nee, ist der Powerverbrauch? Oder wie darf ich das jetzt lesen? Nee, das ist Keine der Sinne. Anteil an, der Bestand an Komponenten insgesamt. Ah, okay. Das konnte ich jetzt gerade nicht ganz deuten. Ach doch, steht da ganz oben. Einen recht großen Lagerraum hast du auch dafür. Aufgeteilt in Komponente, Werkzeuge, Flaschen und Munition. Das ist nicht verkehrt. Sehr schön. Den Raum gegenüber ist der Medical Room und die Kryokammern. Oh, Platz für 4 Personen hast du hier. Kriegst du zwischendurch Besuch? Bis jetzt nicht, außer von dir. Es ist bis jetzt ruhig geblieben. Okay, sehr schön. Das heißt, ich hätte schon einmal eine Kryokammer. Ich nehme diese hier. Schick, schick. So, du hast sogar Sitzplätze hier für den Warteraum. Ja. Oder wenn man sich mal setzen muss von vielen Laufen, kann man das hier auch tun. Genau, weil die Charaktere hier immer so extrem erschöpft sind von vielen Arbeiten und Laufen. Sehr schön. So, den nächsten Raum haben wir. Ah, das sieht interessant aus. Das sind diese ganzen Computer, die Script-Alpen, ne? Jo, da sind alle Skripte drauf. Kannst hier mal einen Blick reinwerfen, was da so läuft. Die sind halt alle benannt nach Skripten. Inventory. Da sieht man auch direkt, was da alles läuft. Klar. So, hier haben wir die Raffinerien drin, Lichtbogenöfen und Montageanlagen. Auch wieder alles wunderbar gescriptet und fein sortiert hier. Ja, ich bin halt ab und zu ein sehr fauler Mensch und ich hatte genug vom eigenhändig einsortieren, so wie du das immer machst. Und ich dachte ja, mir, stimmt. Ich schaff mir mal ein paar kleine Helferlein an. Ja, das ist natürlich machbar, wenn man zu faul ist. Beziehungsweise wenn man auf einem Server spielt, wo keine Skripte installiert wurden. Gut, ist natürlich auch eine Gewöhnungssache, ne? Ja, an Rohstoffen mangelt es ja ziemlich gar nicht, würde ich mal behaupten. Und die Maschinen laufen auf Hochtouren. Dies sieht aus wie entweder ein Notausgang oder ein Supportraum. Ah, ja, so ein Supportraum. Ah, Verbesserungen der Raffinerien. Sehr schön. Welche Verbesserung hast du dran? Das sind alles Produktivitätsmodule. Dass man mehr Ertrag aus den Erzen bekommt. Das macht natürlich auch Sinn. Statt Schnelligkeit mehr haben. Macht auch natürlich und ich mehr Sinn. Interessant ist auch zu beachten die Markierungen der Förderleitungen. Mit Sicherheit auch alle eine eigene Bedeutung, so wie ich es bei mir kenne. Genau. Und zwar das Gelbe ist die Wasserstoffleitung und das Graue ist jetzt allgemein, wo die ganzen Teile rumflitzen. Ähnlich wie bei mir. Ja. Ja, da kann man sich einfach merken. Das ist nicht schlecht. So, den nächsten Raum. Was haben wir denn hier? Power, Hangar und Mine Storage. Ah, die ganze Anlage wird auch von mehreren Batterien betrieben. Genau. Sind das die 12 oder sind dahinter noch ein paar mehr? Ne, dahinter sind noch mal 12. Irgendwo muss der Strom ja auch herkommen. Ja. Ich meine, die Segel, wenn die sowieso immer nach der Sonne gerichtet sind, dann gibt es sowieso immer maximale Energie.
bei den Segeln da oben, also da sollte es eigentlich an nichts mangeln. Auch den Energieverbrauch kann man hier wunderschön sehen. Ja, oben haben wir einmal die Zeit, die noch bleibt, bis die Batterien leer sind. Und dann haben wir die 5 größten Stromfresser der Basis. Kaum zu übersehen, die laufen auf Hochtouren. Und wenn jetzt die Batterien dann aufladen, dann wechselt die Anzeige und zeigt dann die Prozentzahl der Batterien oder so. Ich kann das ja mal demonstrieren, indem ich die Batterien mal auf Laden stelle. Gerne. So, jetzt hast du gesehen, es sind die Generatoren angesprungen. Jetzt sieht man es. Jetzt sind die größten Stromfresser die Batterien an sich. Sehr schön. Und als letzte Anzeige hast du eine größere. Die Energie, die zugeführt wird. Ja, das ist nicht schlecht. Wenn man sich bisher damit befasst, dann ist nicht so meine Welt. Ich muss einfach haben, muss irgendjemand für mich machen und fertig. Okay. Was haben wir hier? Ach so, der Mind Storage Raum. Hier flitzen die ganzen. Ach, die ganzen Erze durch die Gegend. Waren und die Erze. Meine Fresse, ist eine ganze Menge, die du hier gesammelt hast. Oh ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Nee, nicht wirklich. Besonders bei dem Spiel. Also da lohnt es sich sowieso immer, Rohstoffe zu haben. Ach, und schon sind wir wieder beim Hangar. Wo wir gerade angefangen haben mit dem zerschrotteten Wagen. Sehr schön. Die Gegend hier, ich bin etwas sehr erstaunt über diese riesen Berge, wo du direkt daneben gebaut hast. Echt eine nette Gegend. Ach ja, ich wollte jetzt nicht wieder die Basis auf so einem Eissee bauen. Das langweilt dann irgendwann. Ah, stell dir vor, das Ding würde mal schmelzen, na, geht das dann noch unter Atlantis und so. Mhm. Ja, nicht gut. Alles klar. Cool. Ich bedanke mich erstmal für den kurzen Einblick hier. Nichts zu warten. Ich glaube, da haben sich sogar die Säge bewegt. Bin mir nicht sicher, ob ich so stehe wie gerade, aber ich würde meinen, die haben sich bewegt. Das ist jetzt mal da so hingestellt. Okay. Wie gesagt, cool, dass ich hier sein durfte. Und, oh, warte mal, ich sehe gerade noch einen Raum, den wir gar nicht gesehen haben. Hier von oben. Wie kommt man denn hier in diesen schönen Raum? Ah. Ein Hintertürchen. Oh. Okay. Die Tür habe ich gerade schon gesehen, nur ich dachte, das wäre der Weg zu den Raffinerien, aber da sind wir ja gar nicht gewesen. Okay, bisschen verwirrt jetzt. Sehr schön. Und wie gesagt, ich bedanke mich für den kurzen Einblick hier. Ja, danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn ich mal zu einer anderen Situation mal hier sein könnte. Vielleicht, wenn du was Neues hast. Und ja, mal gucken, ob ich auch nochmal winken kann. Nee, kann ich nicht. Muss ich erstmal lernen. Jawohl. Ich bedanke mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.